Dankeschön, dass du auch in dieses Video wieder reingeklickt hast und herzlichen Glückwunsch, dass du deine Lebenszeit gewählt hast, um dich besser zu fühlen, um dich für deine Gesundheit interessierst. Der Mensch ist nur so alt, wie seine Blutgefäße sind. Die Todesursache Nummer 1 weltweit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wahrscheinlich ist das genau der Mechanismus, der am meisten treibend ist bei dieser Bewegung, die nicht abnimmt und immer weiter zunimmt und zunimmt und jeden Monat und jedes Jahr und jeden Tag wirklich hunderttausende Menschen das Leben kostet. Es sind meines Erachtens die Blutgefäße. Die Blutgefäße haben viele Eigenschaften, die darüber entscheiden, wie gesund ein Mensch bzw. sein Leben verlaufen wird und wie alt er wird. Sie steuern den Blutfluss und damit die Sauerstoffversorgung sowie die Nährstoffversorgung der Zellen. Passiert dies nicht suffizient, stirbt Gewebe und letztlich der Mensch. Sie haben ebenfalls eine wichtige Funktion bei der Blutgerinnung, das ist aber ein anderes Thema. Doch hat es Einfluss darauf, wie gut unsere Blutgefäße arbeiten können und werden und wie jung wir bleiben? Ja, hat es. Das Endothel ist es genau das, worum es hier geht. Das Endothel spielt eine sehr entscheidende Rolle. Das ist die äußerste Zellschicht in den Blutgefäßen, in der Arterie, die zum Blut hingewandt ist. Und dazu die Muskulatur, die darunter liegt. Denn diese steuert zwei Fachwörter, Vasodilation und Vasokontraktion. Das heißt, Vasodilation, die Breitstellung, Geschmeidigkeit deiner Blutgefäße. Vasokontraktion, die Engstellung jener. Doch wieso ist das ein Problem bei der Entstehung der Todesursache Nummer 1 weltweit? Und bitte sag später nicht, ich hätte es dir nicht versucht zu erklären oder ich habe abgeschaltet in dem Video oder noch schlimmer, erst gar nicht draufgeklickt auf das Video von Rohvegan am Limit. Funktioniert dieses nicht, kommt es schnell zu Bluthochdruck, Herzerkrankungen sowie Durchblutungsstörungen, später Nekrosen, Absterben vom Gewebe. Warum? Werden deine Blutgefäße immer enger und enger und enger, muss das Herz immer mehr pumpen, um noch die gleiche Blutmenge, das heißt Sauerstoff und Nährstoffe, zu transportieren, da das Volumen ja deutlich abgenommen hat, was es noch zu pumpen gibt durch diese engen Arterien. Versteht ihr? Die gleiche Blutmenge kann nur noch aufrechterhalten werden, indem das Herz immer mehr und mehr, mehr und mehr pumpt. Es wird sich verbrauchen, es arbeitet zu viel, ständig, Nachtschichten, immer wieder. Die Folgen sind, das Blut, die Herzwand, verdickt sich und damit auch nach innen und damit nimmt das Volumen noch weiter ab des Herzens. Und damit muss das Herz noch mehr arbeiten, weil es noch weniger Blutvolumen nur noch aufnehmen kann, da die Muskeln sich verdicken zum Innenraum hin und das führt dann chronisch 100% zum Herztod. Ich möchte euch in diesem Video Mechanismen nahebringen, dass ihr wisst, was ihr machen könnt, um eure Gefäße auch im Alter so gut es geht fit zu halten und fitter zu halten wie alle die, die dieses Video nicht sehen und bis zum Ende anschauen. Wir haben das Blut, welches durch die Blutgefäße fließt. Dieses Blut berührt die Endothelzellen, also die äußerste Zellschicht der Blutgefäße. In dieser Zelle läuft etwas ganz Bestimmtes ab und eine sehr wichtige Reaktion, die ich euch jetzt hier nahelegen werde. Die Aminosäure L-Arginin, viele kennen sie, reagieren mit Sauerstoff zu Citrullin und jetzt kommt ganz wichtig zu Stickstoffmonoxid. Das alles wird durch die Stickstoffmonoxid-Synthase herbeigeführt, ein Enzym. Alles nicht so wichtig. Das Wichtige, was wir hierbei mitnehmen müssen. Stickstoffmonoxid entsteht aus L-Arginin. Das Stickstoffmonoxid verlässt die Zelle, da es wunderbar diffundieren kann. Es ist ein Gas. In einen Zellzwischenraum. Und das ist das Interstitium. Genauer genommen in die Matrix davon. Das sehen wir hier. Dort gelangt es wieder durch Diffusion, da es ja ein Gas ist, in die Muskelzelle. Es sind die Muskelzellen, die fast direkt hinter dem Blutgefäß quasi liegen. Und jetzt kommt ganz kurz, müsst euch aber nicht exakt merken. Und bindet an ein Enzym Guanylacyclase. Diese wandelt Guanosin-Triphosphat in zyklisches Guanosin-Monophosphat um und Pyrophosphat wird ebenfalls hergestellt. Und es kommt zur Muskelrelaktion. Das ist gut, dass das passiert. Übrigens, hier wirkt auch ebenfalls Viagra, ja? Dass es das ganze Zeit aufrechterhalten wird, dass dieser Vorgang die ganze Zeit abläuft und die Muskelrelaktion aufrechterhalten wird, um so die ganze Zeit mehr Blut in das Glied fließen kann. Ist aber ein anderes Thema. Alles gut, das passiert bei einem gesunden Menschen.
Ich fasse zusammen, simpel. L-Arginin, daraus macht der Körper Stickstoffmonoxid, welches in die Muskelzelle hinter den Arterien wandert und dort die Muskel entspannt und deine Gefäße werden jetzt breitgestellt. Ja, dein Herz ist entlastet, es muss nicht mehr so viel pumpen, weil die Gefäße breitgestellt sind. Doch was kann passieren, wenn dies nicht so abläuft? Welche missgünstigen Ereignisse könnten das verhindern? Als allererstes, zu wenig L-Arginin, kann kein Stickstoffmonoxid daraus synthetisiert werden. Das heißt, eine Ernährung mit ausreichend Protein ist sehr wichtig, gerade im Alter und vor allen Dingen auch bei Sportlern, sollte die Proteinzufuhr suffizient sein. Ich persönlich esse mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein und höchstens 1,5 Gramm am Tag. Als Tipp kann ich euch helfen. Viele Menschen essen Kartoffeln, Reis, Buchweizen und so weiter. Andere Beilagen. Wählt stattdessen lieber Hülsenfrüchte, zum Beispiel Lupine, Soja, Linsen, Erbsen, Bohnen und so weiter. Diese haben deutlich mehr Proteine und haben mehr Ballaststoffe. Daher halten sie auch noch länger satt. Das Gute ist, sie haben auch ebenfalls Kohlenhydrate, wie die Kartoffeln, Reis, die du ja ursprünglich essen wolltest. Und noch das Protein on top. Und mehr Ballaststoffe. Wichtig, Tipp, immer einweichen über Nacht. Und noch besser kurz ankeimen, damit sie noch besser verträglich für dir sind und dabei entstehen sogar noch Nährstoffe. Vorsichtig aber bei Bohnen. Diese wirklich nur einweichen und nicht ankeimen, denn dann entstehen giftige Stoffe. Dies ist aber wahrscheinlich nicht der allerwichtigste Faktor. Die meisten essen schon genügend Protein, hoffe ich doch. Denn jetzt kommt der allerwichtigste Faktor, und zwar, das Stickstoffmonoxid könnte im Worst Case ja gar nicht an die Muskulatur gelangen, weil es unterwegs überfallen werden würde von einem Räuber. Doch wer ist das? Das Problem, was ich jetzt hier darstellen werde, korreliert auch ganz stark mit dem Alter und mit einer schlechten Lebensweise. Freie Radikale, vor allem Sauerstoffradikale, sogenannte Superoxidradikale, sehen wir hier, O2-Radikal, machen genau das. Diese reagieren mit dem Stickstoffmonoxid und überfallen es, dass es erst gar nicht an der Muskelzelle ankommt, um diese zu relaxieren. Damit kann man indirekt sagen, eigentlich auch direkt, dass Sauerstoffradikale verhindern, dass deine Arterien breitgestellt werden, weil sie puffern das Stickstoffmonoxid weg, was den Muskeln hilft, sich breitzustellen und deine Arterien zu entlasten. Unser Körper hat auch Antioxidantien, selbst körpereigene Antioxidantien, die das verhindern. Zum Beispiel die Superoxid-Dismutase. Diese ist exakt darauf spezialisiert, das Superoxidradikal zu eliminieren. Ihr seht, wie wichtig es deinem Körper ist, dass es sogar ein Gegenmolekül dagegen geschaffen hat. Nur verbindet sich ein ganz großes Problem, dass Stickstoffmonoxid schneller mit dem Superoxidradikal als die Superoxid-Dismutase das Superoxidradikal wegpuffern könnte und damit das Stickstoffmonoxid beschützen könnte. Wir sehen einmal hier diese Reaktion. Wir haben das Superoxidradikal auf der Eduktseite ganz links. Das wird eliminiert durch die Superoxid-Dismutase im besten Fall. Dadurch entsteht Wasserstoffperoxid, was dann ebenfalls ein Zellgift ist, muss entgiftet werden über die Glutathionperoxidase. Ja, so, genau genommen durch Glutathion. Daraus wird dann dementsprechend das unschädliche Sauerstoff und Wasserstoff bzw. Wasser, ja. Das heißt, unser Körper kann es nicht direkt verhindern, dass das entsteht, aber es kann Schadensbegrenzung machen, ja. Schadensbegrenzung ist auch immer noch gut. Das Problem ist jenes, wenn Stickstoffmonoxid mit Superoxidradikalen zusammentrifft, warum ist das denn alles überhaupt so schlimm und warum will unser Körper das denn so weit verhindern? Na klar, damit das Stickstoffmonoxid an die Muskelzelle gelangt und diese dann dementsprechend an Arterien weitstellen kann. Aber das ganz Schreckliche dabei ist, ein viel toxischeres Molekül entsteht dabei ebenfalls. Nicht nur, dass jetzt noch zu wenig Stickstoffmonoxid an die Muskeln gelangt und die Arterien breitstellen kann, sondern dabei entsteht sogar noch weiter ein Molekül mit radikalischem Charakter. Es ist kein direktes Radikal, aber es ist ein Zellgift und das ist das Peroxynitrit. Stickstoffmonoxid sowie Superoxidradikale sind zuerst keine Zellgifte. Treffen diese beiden aufeinander, dann schon. Das sind wie zwei Schüler, die die liebsten Schüler sind, aber sobald diese beiden Schüler nebeneinander in der Klasse sitzen, machen diese nur Unfug. Und genau das ist es. Oder es werden Konzentrationen der einzelnen Stoffe, zum Beispiel von Stickstoffmonoxid oder auch von dem Radikal, generiert, die normalerweise unter physiologischen Bedingungen nicht so leicht zustande kommen würden. Ja? Zum Beispiel bei einem sehr schlechten Lebensstil, Drogen, Alkohol, Diabetes, ja, so.
schlechte Lebensweise, schlechte Ernährung, sehr wenig Antioxidantien. Da entstehen natürlich Radikale, übermäßig viel, die normalerweise so nicht entstehen würden. Das wäre schlecht. Oder halt exzessiver Konsum der Aminosäure L-Arginin, was ebenfalls nicht so getan werden sollte, einfach exzessiv, da diese auch dazu führt, in sehr hohen Konzentrationen, dass eben auch sehr viel Stickstoffmonoxid gebildet wird. Das Problem mit Peroxynitrit ist, dies kann nicht so leicht diffundieren und hat eine Halbwertszeit, die etwas länger ist, und es wird sogar selektiv eingesetzt. Fresszellen deines Körpers bilden es zum Beispiel auch selbst, das Peroxynitrit. Und wofür? In den Phagolysosomen, um Erreger wie Bakterien und Viren zu eliminieren. Trifft eine Fresszelle, zum Beispiel eine Makrophage, auf einen Erreger, so wird die Fresszelle eine Einstülpung, ein Phagolysosom, generieren, um den Erreger darin, zum Beispiel mit Peroxynitrit, zu töten. Das passiert in einem sehr kontrollierten Raum, sodass kein anderes körpereigenes Gewebe quasi geschädigt wird. Ihr versteht, wie stark dieses Zellgift doch ist und wie wir unbedingt vermeiden sollten, dass unser Körper dieses auf keinen Fall ausgesetzt ist. Und das helfe ich euch jetzt zu verstehen, wie man das machen kann. Peroxynitrit ist eines der hochpotentesten Zellgifte und das weiß unser Körper. Doch unser Körper hat ein Problem und damit müssen wir ihm helfen. Er kann dies nicht suffizient gut entgiften. Da dies nur schlecht passiert, setzt unser Körper auf körpereigenes Glutathion, Superoxiddismutase, aber auch Vitamin C und Vitamin E. Ja, die selbst zwar Radikale puffern können, aber betrachtet man das Redoxpotenzial von Vitamin C und Vitamin E, ist dieses deutlich schlechter als Glutathion. Damit dienen sie eigentlich primär an dieser Reaktionsgleichung eher, um das körpereigene Glutathion zu regenerieren. Das Wichtige, was ich euch aber sagen möchte, wenn Stickstoffmonoxid und Superoxidradikal simultan, das heißt gleichzeitig, ansteigen, wird es besonders gefährlich. Etwas mehr Stickstoffmonoxid ist sicherlich nicht so schlimm wie das Radikal. Denn das Stickstoffmonoxid hat ja noch eine physiologische Bedeutung. Es stellt ja deine Arterien breit, was ja noch gut ist. Das Radikal aber halt eben nicht. Es hat eigentlich nur schlechte Bedingungen. Ihr versteht, was ich euch sagen möchte. Der schädliche Faktor ist ganz klar das Radikal. Und damit steht und fällt alles mit diesem Radikal bei dem Körper, was entsteht. Des Weiteren kann Stickstoffmonoxid, weil es ja so gewollt ist, sehr gut durch Zellmembranen diffundieren, aus der Endothelzelle heraus, in das Interstitium, in die Muskelzelle. Das heißt, sehr hohe Konzentrationen von Stickstoffmonoxid würden sich ja ohnehin verflüchtigen. Das Radikal kann sich aber nicht verflüchtigen, weil es ist ja kein Gas und damit würde es sich immer mehr akkumulieren. Das spricht ebenfalls ganz klar dafür, das Indiz, dass das Radikal der Treiber ist bei der Reaktion von der Todesursache Nummer 1, der Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist das Superoxid-Radikal. Daher kurze Zusammenfassung. Ein antioxidatives Potenzial, das heißt eine Ernährung mit reichlich Antioxidantien, ist unerlässlich, dass Stickstoffmonoxid deine Arterien bereitstellen können und ungehindert die Muskelzelle erreicht, damit diese deine Arterien bereitstellt. Das kann erreicht werden, indem viele Antioxidantien sich in deinem Körper befinden. Ebenfalls Sport fördert die Bildung körpereigener Antioxidantien. Ganz wichtig. Sehr starke Antioxidantien sind unter anderem Glutathion, Q10, Alpha-Liponsäure, Vitamin C, Vitamin E, OPC, Astaxanthin und so weiter und so fort. Aber, um es mal allgemeiner zu fassen, viele Lebensmittel, das heißt vor allen Dingen Gemüse, enthält sehr viel antioxidatives Potenzial. Allen voran Wildkräuter und danach die Kohlgewächse, das heißt Kreuzblütler. So, wir haben jetzt herausgefunden, wie das Radikal, was dein Stickstoffmonoxid ja blockiert, entgiftet werden kann. Aber was ist, wenn das Peroxynitrit schon entstanden ist, das noch giftigere Zellgift? Wie entgiftet unser Körper denn das? Und das helfe ich euch jetzt herauszufinden. Peroxynitrit hat eine Halbwertszeit von 10 Millisekunden und kann die Wirkung sogar zellübergreifend entfalten. Das heißt, es wirkt auch einige Zellen weiter. Peroxynitrit bzw. daraus entstehende Radikale können Schäden an Enzymen, dem Erbgut, DNA, das heißt auch Krebs, die Mitochondrien, Kraftwerken und Membranen verursachen. Und letztlich kann die Apoptose eingeleitet werden, das heißt der programmierte Zelltod, oder noch schlimmer, die Nekrose verursacht werden, das heißt Zellsterben, was wieder zu Entzündungen führt. Gefäße, kardiovaskuläre Erkrankungen, Zirkulationsschock, Erkrankungen des Immunsystems, Schmerzen, Neurodegeneration, Alterung und anderes sind mit der Peroxynitrit
Entstehung assoziiert. Doch wie macht das Peroxynitrit dies ganz genau? Es reagiert mit Kohlenstoff, sehen wir hier zum Beispiel ganz unten mit CO2. In der Reaktionsgleichung möchte ich jetzt hier nicht genauestens darauf eingehen, aber dass organisches Gewebe immer Kohlenstoff enthält und damit hat es auch einfach das Peroxynitrit so gut wie immer bei dir im Körper auch Angriffsfläche, weil es reagiert ja mit Kohlenstoff. Die meisten, die zahlreichen endo- und exogenen Peroxynitritfänger, das heißt Neutralisierer in deinem Körper, interagieren aber nur mit den sekundär entstehenden Radikalen. Zum Beispiel sehen wir auch oben in der Reaktionsgleichung, zum Beispiel mit dem Stickstoffdioxidradikal oder dem Carbonatradikal, ja, oder dem Hydroxidradikal. Was ja dabei entsteht, wenn das Peroxynitrit mit deinem körpereigenen Gewebe reagiert und es schädigt, entstehen diese Radikale ebenfalls noch dabei. Damit kann dein Körper im gewissen Maße umgehen. Aber der Treiber ist doch das Entscheidende und das ist das Peroxynitrit. Wie kann unser Körper jetzt das Peroxynitrit überhaupt noch entgiften? Da kommt jetzt der zweitwichtigste Teil des Videos, deshalb einen herzlichen Glückwunsch, dass du es bis hierhin geschafft hast. Ganz, ganz wichtig. Neben dem starken antioxidativen Potenzial, das ich ja vorhin erklärt habe, dass man das aufrechterhalten sollte bei dir im Körper, kommt genügend Sauerstoff und Hämoglobin bei dir im Körper zum Spiel. Ich habe in einem meiner letzten Videos ganz wichtig erklärt, dass Hämoglobin bei dir im Körper sehr wichtig ist und damit immer am oberen Ende eher anzusehen ist als am unteren Ende. Denn das ist der Farbstoff, der Sauerstoff bindet und transportiert in den roten Blutkörperchen, den Erythrozyten. Und diese machen 99% aller Blutzellen aus, denn aus den Erythrozyten entsteht später das Abbauprodukt Biliverdin und dann Bilirubin. Über die Biliverdin-Reduktase, die zinkabhängig ist übrigens. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, dass aus 99% deiner Blutzellen, das heißt den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen, ein lipophiles Antioxidans, also ein fettlöslicher Radikalfänger wird. Ich wiederhole nochmal, damit ihr es nochmal wirklich versteht. 99% deiner Blutzellen sind rote Blutkörperchen. Und aus 99% deiner roten Blutkörperchen entsteht ein Antioxidans, ein fettlösliches. Schon mal sehr wichtig. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Das ist nicht alles, denn das oxygenierte Hämoglobin, das heißt mit Sauerstoff beladen, der rote Blutfarbstoff, ist der Fänger, der Peroxynitrit als einziges bei dir im Körper binden kann und entgiften kann. Nochmal, in dieser Reaktionsgleichung sehen wir ganz oben vorne das Peroxynitrit. Wenn es dann dementsprechend mit dem CO2, das CO2 entspricht zum Beispiel einer Körperzelle, einer Zellmembran von dir, einer DNA, wie auch immer, reagiert, werden daraus weitere Radikale gebildet. Die sehen wir zum Beispiel hier, ne? Das Hydroxidradikal, Stickstoffdioxidradikal, Carbonatradikal. Diese Abbauprodukte werden gebildet, die dein Körper aber eliminieren kann, um weiteren Schaden zu verhindern. Aber was er sehr schlecht entgiften kann, ist das Peroxynitrit. Bis auf, was wir gerade gelernt haben, der rote Blutfarbstoff, der kann es. Das Wichtige ist aber, dass das Peroxynitrit direkt entgiftet wird, bevor es Gewebe schädigt und damit reagiert und noch weitere Radikale entstehen lässt. Und genau das kann nur das oxygenierte Hämoglobin bei dir im Körper. Das heißt, sauerstoffreich und Blutfarbstoff ist sehr entscheidend. Wie bekomme ich das? Komme ich gleich zu. Es passiert aber erstmal Folgendes. Indem das zweiwertige Eisen in der Mitte des Hämoglobins zu dreiwertigem Eisen oxidiert wird, das heißt, es spendet ein Elektron. Aus dem zweiwertigen Eisen wird das dreiwertige Eisen. Das Peroxynitrit wird eliminiert. Damit verliert der rote Blutfarbstoff zwar seine Funktion, das klingt jetzt erstmal schlecht und dramatisch, aber viel leichter zu beheben ist dies, wenn das Hämoglobin kurzzeitig seine Funktion verliert, als wenn deine Blutgefäße Zellschädigungen erfahren. Denn das Allerwichtigste ist das, erstens, es gibt sehr viel, 99% deiner Blutzellen sind Hämoglobin und damit ist es auch so wichtig, einen hohen Spiegel zu haben. Ja, das heißt, genügend Sport treiben und genügend Eisen konsumieren und genügend Zink konsumieren. Und des Weiteren, das Hämoglobin, nachdem es zu dreiwertigem Eisen geworden ist und das Peroxynitrit weggepuffert hat, kann Glutathion das Hämoglobin wieder regenerieren zu zweiwertigem Eisen und dann kann es auch wieder Sauerstoff aufnehmen und auch wieder als Sauerstofftransporter bei dir im Körper fungieren. Und das ist das Entscheidende. Und das kann der Körper mal nicht so eben machen, um deine Zelle zu regenerieren an der Arterienwand, so schnell wie Glutathion
dein Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff, wieder regenerieren könnte. Ich fasse jetzt ganz kurz nochmal zusammen. Das Entscheidende ist, wie kriegt man jetzt hohe rote Blutkörperchen-Konzentration bei dem Körper, indem du Sport treibst. Du musst deinem Körper das Gefühl geben, er braucht mehr Sauerstoff als normalerweise. Und das braucht er bei einer sportlichen Aktivität. Das heißt, viel Sport. Erstens, beim Sport kommt sehr viel Sauerstoff in deinen Körper hinein, der sehr wichtig ist, ja, damit das Hämoglobin beladen wird. Und es reizt deinem Körper, mehr Hämoglobin, rote Blutkörperchen zu bilden, um nächstes Mal besser an den Reiz angepasst zu sein. Je mehr du davon hast, desto mehr Peroxynitrit kann gebildet werden. Des Weiteren, jedes Mal, wenn du Sport treibst, erhöhst du die körpereigene Antioxidantien bei dem Körper, wie zum Beispiel Q10 und Glutathion vor allen Dingen. Und Glutathion regeneriert ja wieder deine roten Blutkörperchen. Und des Weiteren auch eine antioxidativ reiche Ernährung mit vielen Antioxidantien, denn diese schützen dein körpereigenes Glutathion und damit kann auch wieder sehr, sehr leicht dein roter Blutfarbstoff regeneriert werden, nachdem es mit Peroxynitrit in Verbindung gekommen ist, ja. Das heißt, Glutathion spielt eine entscheidende, sehr, sehr entscheidende Rolle bei der Entstehung von Radikalen und bei Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei der Entstehung meines Erachtens der Todesursache Nummer 1 weltweit. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte wieder sehr viel beibringen. Teilt das Video sehr gerne mit deinen Lieben und Liebsten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf purazell.de vorbeischaust, um mich für meine kostenlose Arbeit zu unterstützen. Das ist der einzige Weg, wie du mich unterstützen kannst. Bis gleich auf purazell.de. Du wirst sicherlich dort fündig werden.